Sagen mit Luke Wild. Sag mal, Paul, warum nennen Sie Birdie in unserer Dorfkneipe eigentlich Rotbart? Der hat doch gar keinen roten Bart. Weißt du, Luke, die sagen das hier so wegen dem Barbarossa. Der hatte auch einen roten Bart. Und wie es seine Sage prophezeit, ist auch Birdie wie aus einem langen Schlaf einfach so aufgewacht und in unser Dorf zurückgekommen. Ja, so wie eben. Glück auf. Ja, hab schon gehört, was die Leute so sagen. Aber Barbarossa schläft ja noch. Und ich habe ja auch nicht geschlafen, die ganze Zeit, in der ich weg war. In der Tat, der echte Rotbart schläft noch. Am Rand des Südharzes auf dem Höhenzug Kyffhäuser. Oben auf diesem Berg steht auch das Kyffhäuser Denkmal, das an Friedrich I. Barbarossa erinnert. Der legendäre deutsche Kaiser hat hier eine gigantische Burg und gigantisch ist auch dieses Denkmal. Viel spannender ist doch, dass er in seiner Barbarossa-Höhle im Inneren des Berges wartet. Auf was wartet er denn? Die Sage erzählt, er wartet darauf, dass die Raben nicht mehr um den Berg fliegen. Na, das hat doch wieder etwas Geheimnisvolles zu bedeuten. Ja, das könnte auch eine Metapher sein. Eine was? Der Wissenschaftler wieder. Die Raben symbolisieren sicher Schatten, die über dem Land liegen. So erzählt es zumindest die Sage. Und eigentlich geht es um einen Adler, der die Schattenraben vertreibt. Und wenn er dies tut, kommt Barbarossa aus seinem Berg und hängt sein Schild an einen dürren, vertrockneten Baum. Der Baum wird ergrünen und kündigt damit eine neue, bessere Zeit an. Verstehe. Und so lange schläft er in der Höhle? Immer jeweils weitere 100 Jahre, wenn bei seinem Erwachen die Raben noch kreisen. Und sein roter Bart wächst und wächst dabei. Und woher weiß er, ob die Raben noch da sind, wenn er in der Höhle hockt? Da gehen eine Menge Wesen ein und aus in der Höhle. Schäfer, Ritter, Zwerge. Und von den Zwergen schickt er oft mal einen raus, der nachschaut. Aber ein Schäfer soll ihm schon gesagt haben, dass die Raben noch kreisen. Wer weiß, warum der Schäfer das getan hat? Warum? Kreisen denn die Raben gar nicht mehr? Das ist eine Frage, die jeder selbst für sich beantworten muss. Gut gesagt, Papa.